Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Wie quälen wir eine Streamerin? Ich bin ihre Gastgeberin, mein Name ist Valkyria, der Twitch-Chat ist auch dabei. Jedes Mal, wenn ich in diese Richtung schaue, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich gerade die Kommentare der Menschen lese, die dabei zusehen, wie ich hier der Folter erliege. Und sie haben Spaß daran. Wo haben wir also aufgehört? Richtig, wir haben aufgehört an einem wunderschönen Mädelsabend. Was braucht es an einem Mädelsabend? Richtig, Tonnen von Nagellack und Jungsgespräche. What else? Ich dachte, an einem Mädelsabend braucht man Mädels. Ja, manchmal braucht man Mädels, aber primär wichtig ist Nagellack und Jungsgespräche. Mädels sind da zweitrangig. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Guckt euch einfach den letzten Teil an, denn das hier ist offensichtlich die Antwort von Jasmine auf unsere letzte Umfrage gewesen. Ich weiß nicht mehr, was wir da abgestimmt haben, aber ich war zumindest sehr froh, als die Umfrage beendet war, es 20 Uhr war und wir mit dem Spiel aufhören konnten. So, weiter geht's, denn ja, das kann ich verstehen. Ich muss es selber erstmal verdauen. Henry hat mir anvertraut, dass ihr euch näher gekommen seid und die ganze Geschichte eure Freundschaft gefestigt hat. Warte, was? Henry und Jasmine sind sich näher gekommen? Ich wusste, dass sie eines Tages miteinander durchbrennen würden. Strahlend setzt sie sich auf. Ja! Er fragt mich oft um Rat. Henry hat mir erzählt, dass er nun häufig Jasmines Meinung zu seiner Musik einholt. Offenbar legt er großen Wert darauf. Natürlich ist ihm auch meine Meinung wichtig, aber ich weiß, dass Jasmine einen besonderen Stellenwert hat. Ja, sie ist nämlich eigentlich seine Mätresse. Weißt du Bescheid? Auch wenn ich seine Musik liebe, ist mir Mysteria doch immer noch lieber. Warte mal, war Mysteria nicht diese Rap-Scheiße? Hab ich nicht gesagt. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es demnächst, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß, dass er es hassen würde, wenn ich ihm Honig um den Mund schmiere, nur weil er mein Freund ist. Mache ich bei meinem auch nie. Ich muss und will auch weiterhin objektiv bleiben. Er will meine ehrliche Meinung hören und die versuche ich ihm stets zu geben. Henry meinte, dass dir sein letztes Lied besonders gut gefallen hat. Oh ja, es ist so toll! Ich mag es auch sehr. Schon irgendwie komisch, so über Jay zu reden. Also mit dir, wo wir nun wissen, dass es in Wirklichkeit Henry ist. Wem sagst du das? Ich kann mich ja noch nicht mal richtig an seinen neuen Look gewöhnen. Geschweige denn an den ganzen Rest. Ladies, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, Eyeliner bei Männern ist hervorragend. Deswegen braucht sie sich gar nicht über diesen Look beschweren. Eyeliner ist... Ah. Passt. Mir ist aufgefallen, dass du alle deine Jay-Poster abgenommen hast. Selbstverständlich. Alles andere wäre doch mega schräg. Auch wenn er immer mein Lieblingssänger bleiben wird, ist er doch in erster Linie der Freund meiner besten Freundin. Und deswegen hänge ich keine Poster mehr von ihm auf. Nur den Kalender konnte ich nicht weggeben. Der war schließlich Clemens Weihnachtsgeschenk. Ha, der Kalender. Über dein ganzes Abenteuer hinweg musst du möglichst viele richtige Entscheidungen treffen, um Spezialszenen und deren Illustrationen freizuschalten. Ja, gut, dass ich den Twitch-Chat da habe, denn der wird mir hoffentlich gleich helfen bei der Abstimmung. Wir haben die Möglichkeit, das ist echt daneben, oder... Dafür hat bestimmt jeder Verständnis. Dafür hat jeder Verständnis. Jasmine nickt. Jetzt ist mir auch klar, warum Henry an dem Abend, als ich es ausgepackt habe, so peinlich berührt war.
Ich kenne ihn ja mittlerweile etwas besser. Und ich wage mir gar nicht auszumalen, wie viel Überwindung es ihn gekostet haben muss, solche Fotos aufzunehmen. Anders solche Playboy-Fotos? Ich frag für einen Freund. Jetzt, wo ich weiß, dass es Henry ist, nehme ich diese Fotos ganz anders wahr. Grrr. Was denn? Es ist hart. Wir sehen uns leider nicht so oft, wie wir gern würden. Also ist es doch nicht so hart. Dadurch, dass sein Zeitplan so streng ist und wir beide noch bei unseren Eltern wohnen, haben wir nicht wirklich viel Privatsphäre, wenn du verstehst, was ich meine. Das muss echt nervig sein. Und wie? Wann immer ich ihn sehe, würde ich ihn am liebsten anspringen. Gott. Wir kichern beide. Danke, B-Move, geht doch. Und du? Hast du den großen, bösen Wolf mittlerweile kennengelernt? Sex Talk! Ich lieb's! Aber diese Umschreibung! Warum? Tschüss! Ich glaube, so rede ich jetzt auch immer mit meinen Freundinnen. Why? Why? Warum sollte ich... Nein! Nein! Ich benutze absichtlich dieselben Worte wie Clement, als er erfahren hat, dass Henry und ich offiziell zusammen sind. Sie verdreht die Augen. Du klingst ja wie Clement. Ich weiß! Doch dann werde ich wieder ernst. Ich spüre, dass meine Freundin sich mir anvertrauen möchte. Oh nein! Kriegt er ihn nicht hoch? Was ist das Problem? Mag er keine Kondome? Weiß er nicht, wie das mit der Verhütung funktioniert? Diese Spannung, es ist... Oh. Ich möchte noch ein bisschen warten. Aber er nicht. Fühlst du dich denn nicht zu ihm hingezogen? Das ist so geil! Das ist so geil, so... Ja, ich möchte gerne für mich noch ein bisschen warten. Und dann gleich so, findest du ihn nicht attraktiv? Was ist das Problem? Gib dich ihm doch hin, er ist heiß. I mean the fuck? Entschuldigung, Lila, nicht jeder springt mit seinem Typen in die Kiste, wenn man 2 Wochen mit ihm zusammen ist. Wenn überhaupt. Oh, doch. Sogar sehr. Mhm. Aber ich weiß auch nicht. Er wünscht es sich zwar auch sehr, aber ich brauche einfach noch etwas Zeit. Glaubst du, er verliert irgendwann das Interesse? Findest du das bescheuert, dass ich so prüde bin? Sollte ich vielleicht... Ja. Was wird jungen Mädchen hier suggeriert? Wenn du nicht mit deinem Typen schläfst, verliert er das Interesse und verlässt dich. Also spring am besten nach 2 Wochen mit ihm in die Kiste, wenn du ihn attraktiv findest. Dieses Spiel ist besser als Dr. Sommer in der Bravo. Ich schneide ihr das Wort ab. Jasmine, hör auf! Ja, ich weiß ja, aber du, ihr wusstet es so schnell, wolltet es so schnell. Ja, die waren ja auch echt. Jasmine, das war bei mir so. Bei Henry und mir. Jeder bringt sein Verlangen anders zum Ausdruck. Manche haben es eilig, andere haben zwar Lust, wollen sich aber Zeit nehmen. Wichtig ist, dass man darüber redet. Das ist so deep. Und ja, ich persönlich gehöre eher zur ungeduldigen Sorte. Dieser Blick, Alter! Das ist 1:1 dieser WhatsApp-Smiley. Dieser... Okay, bei mir sieht er eher besoffen aus. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Dieser Blick zur Seite, dieses... Mhm. Weiß genau.
dass du das jetzt verstehst. Ah. Aber auf diesem Gebiet gibt es einfach keine Regeln. Ich habe nur Angst, dass er das Warten irgendwann leid wird. Ich kann mir vorstellen, dass er es eilig hat, aber er liebt dich. Und darum wird er sich ganz sicher gedulden. Früher oder später wird er es sicher leid, aber das ist gerade nicht entscheidend. Ja, Mensch. Ja, A oder B, ne? Oh, eigentlich müsste man wirklich B nehmen. So, ja, der wird das irgendwann leid sein, ne? Das ist jetzt nicht entscheidend, aber irgendwann musst du dann auch mal bereit für ihn sein. Für den großen bösen Wolf. Ah. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er total vernarrt in dich ist, stellt sich die Frage nicht mal. Es belastet mich schon ein wenig. Achtung, dieses Spiel wird dich wachhalten! Ja. Dieses Spiel hält mich wirklich wach. Wir kennen uns schon so lange. Verstehe ich doch. Du musst deinem eigenen Tempo folgen. Das ist völlig normal. Wir haben schon ein paar Nächte zusammen verbracht. Oh. Blick. Sie wird rot. Er hält sich sehr zurück und es ist häufig ein Thema. Ja, oh, dieser Stephen King-Thriller, der ist super. Der ist echt super. Also, dass man da viel gerne drüber reden möchte, das ist absolut verständlich. Es finde ich auch sehr interessant. Clément redet darüber viel lockerer als ich. Aber ich weiß, dass auch er ein wenig Angst hat. Über es? Und er hat Angst vor es? Das ist auch natürlich. Ich meine, es ist ein Clown, der im Gullideckel auf dich wartet, ja. Da hätte ich auch Angst vor. Irgendwie beruhigt mich das. Ganz schön dumm, oder? Dass er Angst vor Clowns hatte? Ja, verstehe ich. Nein, überhaupt nicht. Nur weil er ein Mann ist, heißt das nicht, dass er sich keine Sorgen macht. Ganz im Gegenteil. Zerbrich dir deswegen nicht den Kopf. Wenn der Moment kommt, werdet ihr schon wissen, was zu tun ist. Da habe ich nicht die geringsten Zweifel. Danke, beste Freundin, für diese weisen Worte. Du klingst schon wie eine richtige Expertin. Er hat Nachhilfe bei Dr. Sommer gehabt. So ein Quatsch. Wieso haben wir denn jetzt keine Zusatzszene bekommen? Ich verstehe das nicht. Wir haben alle richtigen Antworten gegeben. Das finde ich nicht gut. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Albert und ihre Mutter gesprochen habe. Weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Sag mal, Kleines, ich hab Henry schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Trefft ihr euch überhaupt noch? Machst du Witze? Kommt mir vor, als würde er sein ganzes Leben hier verbringen. Dein Vater und ich arbeiten tagsüber, falls du das vergessen hast. Ich auch, falls du das vergessen hast? Alex hat einen Sommerjob in einer Bar ergattert. Meistens arbeitet er abends bis spät in die Nacht. Wir haben ja wohl kaum die gleichen Arbeitszeiten. Und eigentlich war die Frage an deine Schwester gerichtet. Wow, Papa. Ganz schön rebellisch. Schickt ihn weg. Schickt ihn einfach weg in irgend so ein Erziehungscamp oder so. Alex, etwas mehr Respekt bitte. Du führst dich auf wie ein Kleinkind. Eskalation. Ja, Papa, ich sehe Henry ziemlich oft. Wie geht's ihm denn?
Ich würde gerne mal seinen Vater kennenlernen. Oh ja, ich auch. Ich zucke zusammen. Oh. Wirst du schon noch. Hoffentlich. Eines Tages. Vielleicht. Also ich bin für C. Zur Hochzeit wirst du ihn spätestens kennenlernen. Vielleicht. Schön. Schön. Ja, vielleicht. Mein Vater sieht mich perplex an. Ja. Sehe ich. Also beruhige ich ihn schnell. Eines Tages hoffentlich. Papa hat sich bereits an Henry gewöhnt. Sie verstehen sich super. Entgegen aller Erwartungen war er ihm wegen des Streits, der mich zu Beginn des Sommers so mitgenommen hat, nicht böse. Ihr gutes Verhältnis geht meinem Bruder spürbar auf die Nerven. Mit Henry können meine Eltern über gesellschaftliche Themen diskutieren, die ihnen sehr am Herzen liegen. Etwas, das mit Alex nie möglich war. Verstehe, Alex ist also auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Dun, 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 dun. Ich glaube, er ist eifersüchtig. Ich für meinen Teil bin überglücklich, dass es so gut läuft. Auch Mama hat Henry ins Herz geschlossen. Ich blicke zu meinem Handy. Eine SMS von Henry. Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Aber in Gegenwart meiner Familie traue ich mich nicht, sie zu lesen. Nicht, dass noch jemand etwas Geheimes entdeckt. Ja, jetzt komm, let's go. Nachrichten? Henry. Die hat gelogen. Guckt euch das mal an. Gelogen hat sie. Das Letzte, was war von ihr. Und zwar, oh, das holen wir nach. Mhm. Eiskalt gelogen, die Frau. Unglaublich. Ich stehe unauffällig auf und gehe in mein Zimmer. Wie steht man denn unauffällig auf? Ich frage für einen Freund. In meinem Zimmer kann ich mich endlich ganz Henrys SMS widmen. Endlich habe ich einen Moment alleine. Hab noch lange mit Jim geredet. Er ist echt nett. Ständig hat er betont, dass seine Töchter riesige Fans von mir sind und auch er meine Musik toll findet. Die Sendung ist sehr gut gelaufen. Mein Vater ist zufrieden. Wenn Antoine zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Schnell checke ich Jays Profil in den sozialen Netzwerken und entdecke ein Foto von den beiden. Henry, also Jay, steht neben Jim Hossman, dem derzeit bekanntesten Moderator. Oh mein Gott. Beide Männer scheinen das Zusammentreffen genossen zu haben und posieren fröhlich lächelnd für die Kamera. Ich freue mich für ihn. Ach, wie gern ich doch dabei gewesen wäre. Echt so. Nie nimmt er einen mit. Aber ich freue mich für ihn. Ich wäre zwar auch gern da gewesen, aber ich freue mich für ihn.